Patricia, was lachst du mich aus? Servus. Die sind alle so gemein zu mir, wie Schweinhaaren. Na egal, wir fangen jetzt mit dem Video an. So Freunde, heute gibt es ein Nebenbei-Video. Gegrillt wird natürlich auch. Ich bekomme Besuch vom Grillshop Fire and Steel. Das sind übrigens die, wo diese tollen Bücher verfasst haben. Die Dutch Oven Fibel 1 und Band 2, die Feuerschalenfibel und die Dutch Oven Winterrezepte. Die machen eine kleine Fahrradtour quer durch Deutschland und heute bin ich an der Reihe, weil sie ja bei diversen Blockern Zwischenstationen machen. Schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Auf dem Monolith. Wo haben wir ihn? Im Hintergrund? Da steht er. Sind Rips drauf. Im 3-2-1 Verfahren. Mittlerweile bin ich beim Dämpfen. Zeige ich euch nachher auf alle Fälle noch. Und dann gibt es noch ein Filet. Werde ich Filetspieße draus machen. Vom Duroc war das, glaube ich. Ja. So mit Lauch zwischendrin und so. Mal wieder was anderes ausprobieren. Ja, und zusätzlich gibt es halt noch Gemüse, ganz klar. Und ein Roastbeef, was ich auf der Pyron Feuertonne mit der Feuerplatte mache. Gut, soweit wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, was heute alles abgeht. Ja, und wenn es dann wieder was zu sehen gibt, beziehungsweise der Besuch da ist oder ich die Rips raushol, hole ich euch natürlich dazu. Leute, ich habe gerade die Rips aus ihrem Gefängnis befreit. Jetzt liegen sie sauber auf dem Grill, sind glasiert mit der Erdbeerglasur vom Hauptstadtgriller. Die sind schon von selber zerfallen und Wahnsinn, wow. Ich zeige es euch jetzt trotzdem nochmal, mach nochmal extra den Grill auf. So, 1, 2, 3. Sieht das nicht richtig geil aus? Tja, und so jetzt noch eine Stunde und dann sind sie fertig. So Leute, die Pyrontonne brennt schon ein wenig. Oben drauf schnell den Anzündkamin gestellt. Nur Holzkohle. Hier schmeißen wir dann einfach bloß Paprika rein und machen wir so eine, wie hat es geheißen, Vinaigrette, ach, die ganzen merkwürdigen Namen sind nichts für mich. Ja, Paprika schön anbrutzeln auf der Kohlen, so wie damals, wo der Jörn bei mir war, und dann mit Salz, Pfeffer und Balsamico und was weiß ich, einfach anmachen. Ja, mein Schatz hat sich da schon schlau gemacht, die wird mir da mit Sicherheit dann helfen. Leute, mit meiner Maurerkelle hier bin ich hier mal richtig heftig am Schaben, dass ich so den alten Rotz runterkriege. Ja, deswegen habe ich die auch mal richtig angefeuert jetzt, dass sie richtig heiß wird, das alte Zeug komplett runterbrennt, dass wir es neu einölen können. Aber da müssen wir dann ein bisschen warten, dass sie wieder etwas kühler ist, weil sonst verbrennt uns das Öl sofort da drauf. Und hier haben wir schon die Paprikas drin liegen. Die werden jetzt so langsam schön schwarz, hoffe ich. Jo. Einmal kann ich sie umdrehen und das nächste Mal muss ich die Zange dazu nehmen. Ja, das machen wir jetzt ringsrum, dass sie richtig schön schwarz sind und dann kommen sie noch, wie es uns der Jörn damals gezeigt hat, in die Schüssel rein, Deckel drauf und dann noch, ich glaube, 10 Minuten stehen lassen oder so. Ja, und der pustet sich auch gerade einen ab. Naja, bald haben wir Simne, dann werden die Rips soweit fertig, aber von der Gästen noch keine Spur. Ich hoffe, die finden mit ihren Fahrrädern. Habe jetzt aus Versehen Stopp gedrückt. Ich sagte, ich hoffe, die finden mit ihren Fahrrädern zu mir her. Ich breche zusammen. Besuch ist mittlerweile eingetrudelt. Da kommt gerade noch einer. Ey, die sind echt mit der Fahrräder. Ja, was soll ich sagen?
Wie viel seid ihr jetzt insgesamt gefahren? Ich glaube, annähernd jetzt heute schon, nein, in den letzten drei Tagen 300 Kilometer sind wir jetzt schon runtergeradelt. Heute 92 und in den letzten Tagen nochmal 200. Also insgesamt 300? Bisher, ja. Und wir haben noch 300, 400 vor uns. Circa 700 Kilometer machen wir. Viel Vergnügen. Ja! Genau. Also. Jetzt nochmal. Und Zapfit. So. Okay, dauert ein bisschen. Naja, ich hätte... Ja, und Leute, ich glaube, das mit der Paprika... Wird heute nichts mehr. Ich glaube, die war etwas zu lang drauf. Okay, muss ein bisschen mehr. Aber die war gelb, das erkennt man schon mal. Ja, die war gelb. Eigentlich hätten wir jetzt die Kruste schön abschälen können, dass man ja das Fruchtfleisch hat. Und, ich glaube, das ist immer noch lecker. Nee. Ja, lass gut sein. Nee, auf dem Bier ist auch zu viel Kruste drauf, das dauert noch ein bisschen. Aber die kriegen wir ab. Die kriegen wir ab. Hauptsache, das Bier wird leer. Ja, das ist kein Problem. Weil sonst wird es schlecht. Nee, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist gut. Ja. So, Leute, dann werden wir mal die Rips rausholen hier. Ich hoffe, die leben noch. Die leben noch. Die leben noch. Die sehen gut aus. Die sehen lecker aus. Die sind vorher beim Drauftun schon zerfallen. Also. Na? Komm raus, du Feigling. Dann rausnehmen. Okay. Fällt sie. Ist aber lecker. Heute habe ich mal nur auf die Gewürze von Beef Buddy zurückgegriffen. Der freut sich da auch schon auf ein Fazit. Beef Buddy. Beef Buddy? Ja, der Beef Buddy, der René. Und ich sehe schon das spätere Rohmaterial hier. Ja. Was hast du unten in der Schale drin? Nur Wasser. Ach, nur Wasser tatsächlich? Das ist jetzt nur Wasser, wegen dem Klima da drin. Ja. Wo ich sie gedämpft hatte, habe ich entweder Apfelsaft drin oder in dem Falle heute Wasser, Apfelschorle. Ja. So, Freunde, vor lauter Hunger und Haste nicht gesehen, habe ich jetzt ein Probiererle vergessen. Aber ich kann euch sagen, die Rips sind sehr gut angekommen. Moment. Du brauchst nur die Schüssel zu zeigen, das ist übrig. Ich bin noch dabei, du hast mich erwischt. Also, viel ist nicht mehr übrig. Nein, die haben sich Mühe gegeben. Du siehst auch sehr satt aus. Ja, ich... Na, die Flüssigbrot jetzt. Hau ich mir okay, gut. Ja, Leute, dann geht's weiter hier mit meinen Duroc Lauchspießen. Habe ich schon vorbereitet. Ja, und mit was habe ich es gewürzt? Mit einem... Schweiner, wie heißt er? Ja. Schweinereirap vom Beef Buddy. Ja, und was später noch kommt mit dem Steakjuwel. Gut, die Rips waren übrigens mit dem neuen Rip-Up gewürzt. Und hier haben wir noch eine Bärlauch, Knoblauch, Schalottenbutter. Schauen wir mal, ob die schmeckt. War eine Eigenkreation. Die kommen jetzt erst einmal da drauf. Ja, Leute, ich habe ja gesagt, es ist ein Nebenbei-Video heute. Aufgelegt habe ich die Spieße mittlerweile und ja, jetzt tun wir es schön anbrutzeln, bisschen drehen und wenden und dann können wir gleich die Spieße auch essen. Hängt noch ein bisschen. Leckeres Duroc-Filet von My Steak Shop wieder. Ja, Freunde, warum habe ich so viel von My Steak Shop? Ganz einfach, weil ich von der Qualität und Preis-Leistung überzeugt bin. Ja, genau. Okay, muss ich ganz anders reden. Ja, da sind sie, die Duroc Lauch-Filet-Spieße. Ja, und die werden wir uns jetzt zackrisch schmecken lassen. Oder was sagt ihr dazu? Ja, ich freue mich schon total drauf. So, Leute, dass wir wenigstens von dem Filetspieß ein kleines Probierle haben. Ja. Und der Bärlauchbutter. Wie sagst du dir jetzt das Gesicht? Ich würde mal sagen, sehr lecker. Nee, yummy. So, Leute, und hier noch eine private Nachricht an Thomas, den Barbecue-Ömer. Sag mal, hättest du mich nicht vorwarnen können, dass da ein Veganer dabei ist? Ja, jetzt stehe ich in der Bedouille. Was mache ich? Aber ich habe schon eine Lösung gefunden. Ich habe hier einfach noch schnell Zucchinis draufgeschmissen. Ja,
Und die kriegt er jetzt. Dass uns der arme Kerl nicht verhungert. Oder nachher besoffen vom Fahrrad fällt, weil er bloß Bier trinkt. Also das geht ja nun wirklich nicht. Und noch ein Gruß an die Grillshow. Wir haben einen Veganer, der Max Schaf. Ja, scharfe Zucchini. Ab geht's. Wie viel darf ich davon drauf machen? Wie viel brauchst du noch? Du kannst drauf tun, was du möchtest. Eieiei. Das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, ne? Dann wünsche ich dir guten Appetit bei deiner Zucchini. Das riecht schon sehr lecker. Ja, vielen Dank, Michi. Bitteschön, gern geschehen. Ja, Beef Buddy. Und an dich auch nochmal danke, dass du mir am Sonntag, ja, vorgestern, noch das Gemüse eingepackt hast. Ja, mit dem Veganer kriegen wir jetzt auch den Kohlrabi weg. Schatzi, schäst du das auch ganz vegan? Ich darf es jetzt nicht einmal in Sahne, mit Sahne kochen. Nein. Oder sonstiges. Nein, das hauen wir einfach auf den Grill. Oder auf die Feuerplatte. Auf die Feuerplatte machen. Genau. Michi, ihr entdeckt die Veganer gerade. Ah. Ich nehme. Ja, geh ausliefern. Glaubt ihr Fütterung für die Veganer? Komm, yappi. Nachschub. Oh, Schock. Geil. Na schön. Michi, top. Sehr schön. Also, Zucchini kannst du. Also schmeckt dir auch die Zucchini. Wunderbar. Kann ich nur weiter empfehlen. Wunderbar. Muss ja so sein, er hat Grillschuh-Gewürze bekommen. Die ist medium und knackig. Okay, dann schauen wir mal, ob er die Kohlrabi oder den Kohlrabi nachher auch noch verdrückt. Und ich hole jetzt nachher das Rostbeef raus. Ja, und so haben wir jetzt die Zucchini auf der Feuerplatte liegen. Gute Kohlrabi. Jawohl, Kohlrabi. Sorry. Ja, etwas verwirrt mittlerweile. Aber trinke Red Bull oder einen Kaffee oder was? Es bleibt ja vegan, weil die Seite habe ich schon wieder sauber abgekratzt. Und auf der Seite war ja noch kein Fleisch drauf. Also brauchen wir keine Angst haben, dass er nachher tot umfällt. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie lustig es sein kann, ein Kohlrabi auf der Feuerplatte. Oder? Haben wir unseren Spaß? Ja, Spaß, ja. Mal läuft. Ja, er läuft. Okay, hau ihn tot. Ein Bocking. Hau ihn tot. Also, Schatz, du darfst wieder mal umdrehen. Was? Wir tun noch mal ein bisschen Nachsprühen hier mittendrin. Juhu! Flambiert! Flambierter Kohlrabi? Ja. Extra nur für dich. Hatte ich noch nie. Also wir haben so viel Spaß, Björn. Nur damit wir deinen Kohlrabi machen können hier. Ja, ich weiß. Ich bin mal das Bauern. Ja. What is this? Nee. Das sind Vitamine. Genau. So, jetzt drehen wir es halt nochmal um und dann lassen wir es noch ein bisschen nachziehen. Ja, und dann... Ist schon fertig. Schauen wir mal, ob es ein Björn schmeckt. Hallo? Ein Mehl schmeckt es ja nicht. Ist das fertig? Ja. Ja, dann fütter doch mal den Veganer. Ich bin jetzt so weit, dass ich sage, wieso fütter so eine Ziege? Vorsicht. Jo, dann wünsche ich dir jetzt mit deinem Kohlrabi guten Appetit. Ja, vielen Dank, Michi. Ach, schneid mir doch mal eine Ecke ab. Eine ganze? Natürlich. Ja. Also Leute, ganz ehrlich, das Zeug schmeckt. Dann kommen wir zum Roastbeef. Mein linkes Ohr ist taub geworden. Ja, ganz klar, wo habe ich es wieder her? My Steak Shop. Und mit was habe ich es gewürzt? Mit dem Steak Juwel vom Beef Buddy. Und das hauen wir jetzt auch auf die Feuerplatte. Jo, dann sprühen wir noch mal ganz kurz 14, ein. Deswegen fährt sie Auto, ne? Ist klar, weil sie 14 ist. Ja, das ist Bayern, da darf man ja. 2,15. Ja, wie gesagt, die Dose ist leider schon fast leer. Ah, für das wird es jetzt schon noch ausreichen. Ja, und dann schmeißen wir unser Rostbeef einfach drauf und lassen es brutzeln, bis es fertig ist. Na, komm raus, du Feigling. Packen hier jeden Monat 20 Euro in den Kaffee, damit er sein Hobby erhalten wird. Also ich habe ein so Rostbeefstück in Scheiben geschnitten.
Das werde ich euch dann auch noch unten verlinken. Also man kriegt auch so ein Stück ganz schön was raus. Aber wenn die den ganzen Tag Fahrrad fahren, dann können sie auch Fleisch vertragen. Ja. Bis auf den Fjord. Oder Kohlrabi. Das duftet jetzt schon, ne? Boah. Was für ein Rap hast du genommen? Hat er schon erzählt. Achso, entschuldige. Ich habe nicht zugehört. Aber nochmal, für die Kamera. Steakjuwel. Okay. Steakjuwel vom Beef Buddy. Jo, dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Die gebrustelte. Oh, jawohl. Ups. Fast. Gott sei Dank nur fast. Wer ist geflogen? Und ich weiß, dass da so Ladestationen für Zeit sind. Wobei wir haben jetzt überall schon. Ja, vorne ist das nicht. Und dass wir jetzt noch die Fettseite ein bisschen knuspriger kriegen, rutschen wir das einfach mal kurzzeitig ein bisschen weiter an die Mitte hin. Normal könnte man es auch aufstellen, obwohl wir machen es nachher mit aufstellen. So, jetzt lassen wir es da noch kurz anbraten und dann stellen wir es ja noch mal kurz auf. Ja, und dann gehen wir her und stellen die Scheiben einfach noch mal kurz senkrecht, dass die Fettseite noch mal dann richtig schönen Schlag abbekommt. Und danach legen wir sie dann noch ganz außen hin, dass sie noch ein bisschen nachziehen können. Das reicht ja mir uns jetzt schon. Und dann legen wir jetzt die Steaks, sagen wir einfach Steaks dazu, noch kurz außen hin, wo wir sie noch etwas nachziehen lassen. Das wäre gut. Also eins wäre fertig, aber wenn man das so anschaut, das kann noch ein klein bisschen. Willst du noch mehr Röster rum? Nein, will sie nicht. Lass das schmecken und sag uns, wie es geschmeckt hat. Wer will noch gleich? Ich mag es lieber mehr durch, da war ich noch einen Moment. Du magst es lieber mehr durch? Ja, gib mir noch eine Sekunde. So wie meiner einer? Ja. Da ist noch was Dünneres. Das ist ich finde die Feuerplatte genial. Ja, das ist ja so ein bisschen wie Feuerschale mit Grillring, ne? Ja. Ja. Ist kein Wunder, dass wir das mögen, Jack, oder? Oh, ja, das ist auch noch was Neues. Alles cool. Wir haben echt nur auf der Einladung. Haben wir noch einen rosa Kern? Ein rosa Kern? Ich will das mal anmischen. Ich drehe mal. Komm ich doch mal rüber. Komm mal rüber hier. Ja, hier auf der Terrasse haben wir leider nicht ganz so ein gutes Licht, aber ich glaube, man kann es noch erkennen. Doch, das sieht man noch, ne? Hier? Ja, wunderbar. Wunderbar. Top. Schatz, wie sieht dein Stück von innen aus? Lecker, schau. Oh, auch lecker Schmecker. Gut. Und ja, dann werde ich mir meins jetzt zur Gemüte führen. Ich wollte keine Bärlauch, oder? Tja, ob man es jetzt glaubt oder nicht, Kamera. Man merkt tatsächlich, dass hier ein Veganer mit am Tisch sitzt. Ja, der Einzige, der nichts am Tisch ist. Es ist genau seine Portion übrig geblieben. Gemein. Hammer, hammerhart. Und aber auf sowas verzichtest du freiwillig. Ja, zu deinen Gunsten, Mensch, da freust du dich morgen. Da packst du eine Tupperdose und dann sagst du, Mensch, lecker. So ungefähr. Ja. Edge. Guten Appetit morgen. So Leute, wir haben es jetzt dann schon viertel vor zehn erst, aber die jammern, die haben noch 10 Kilometer mit dem Fahrrad zum Fahren und dabei haben sie Elektrofahrräder, toll. Ja, werden jetzt dann aufbrechen, weil einchecken in der Pension müssen sie ja auch noch. Genau. Ja, hilft dir nix, hilft dir nix. War's denn lecker? Super lecker. Ja, alle hinter mich, alle hinter mich. Lecker. Zwei Daumen, zwei Daumen. Na wunderbar, wunderbar. Es freut mich natürlich. Achso, ist immer noch lecker. Ja, ja. Prost, vielen, vielen Dank, Michi. Gut, okay, Freunde, das war's dann mit diesem kleinen Nebenbei-Video, wie ich es gesagt habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.